Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch die Pro-Cases von Scotty Make Stuff zeigen. Ich habe euch ja schon für den Pocket 3 die Mini-Cases oder die normalen Cases gezeigt, die ich richtig genial finde. Und ich zeige euch in diesem Video auch die Unterschiede zwischen den Cases, damit ihr wisst, was ihr bekommt. Als ich mir die Mini-Cases oder die Slim-Cases bestellt habe, gab es die Pro-Cases noch nicht. Und ich bin auch schon super zufrieden. Wenn ich nur normal unterwegs bin, dann habe ich mein Pocket ohne irgendwann, also ohne hier diese Base oder irgendwas dran, in diesem Case meistens mit dabei. Und der ist schön geschützt. Ihr kommt überall dran. Ihr könnt die Filter hier auf diese magnetische Platte tun. Ihr zieht das Ganze einfach ab. Hier seht ihr, sind die Mikrofonlöcher für die Mikrofone sind mit drin. Das Ganze ist gepolstert von innen, wie ihr seht, sowohl an den Seiten auch als hier unten und auch innen und so, damit hier nichts dran kommt, damit ihr den Pocket nicht verkratzt, und es passt halt super. Und er ist geschützter als in dem normalen normalen DJI Case, und das Ganze ist richtig gut geschützt. Ich mache mir immer noch hier diese Klettsachen drauf, weil ich mir immer aus so einem alten Kragen von der Jacke so Stücke rausschneide für einen Windmuff. So, und dann, wenn es draußen windig ist, dann habe ich auch noch eine bessere Tonqualität. Da bin ich jetzt die letzten Wochen mit rumgelaufen, war super zufrieden damit, und als Scotty Make Stuff dann die Pro Cases rausgebracht hat, da habe ich da zugeschlagen. Also hier, das ist im Prinzip für diese Größe. Also unten mit diesem kleinen Verlängerungsteil beim Pocket, damit ihr das auch laden könnt. Weil wenn ihr diesen Case nehmt, dann könnt ihr natürlich nicht laden, weil hier unten drunter ist ja leider, oder die Ladebuchse ist unten drunter, und hier habt ihr aber ein Stativgewinde drunter, was ich eigentlich sehr, sehr gut finde, weil das fehlt mir hier, ehrlich gesagt, an dem kleinen. Und so, die tun wir jetzt erstmal weg. Ihr seht, die sind ein bisschen leichter und ein bisschen dünner. Und wir wollen uns aber ja heute die neuen Pro Cases angucken. Das ist der Case, die kleinste Möglichkeit, das ist der Case für diese Kombination mit diesem kurzen Fuß drunter, und das ist der Case für, wenn ihr den Akku noch mit dran habt. Ihr seht momentan, hier habe ich hinten die Klemme schon dran geschraubt, hier ist sie noch nicht dran, und ihr seht, hier ist der Ladeanschluss, hier unten könnt ihr den Pocket dann festschrauben und könnt das Ganze auch noch auf dem Stativgewinde machen oder irgendwas unten reinschrauben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Kamera dran machen wollt, dann könnt ihr es so unten reinschrauben, oder ihr könnt es an der Seite dran schrauben und so weiter. Ihr habt also viele Möglichkeiten. Ihr seht, hier sind zwei Cold Shoes, ein durchgehender. Da könnt ihr zum Beispiel, könntet ihr, ich meine, wenn man das Mikrofon bei hat, macht man es ja eigentlich, nimmt man es mit. Könnt ihr das Mikrofon reinschieben. Hier habt ihr nochmal einen Cold Shoe, da könntet ihr ein Videolicht reinschieben oder was auch immer. Ihr seht hier die kleinen Zähnchen, die hindern daran, wenn der umfällt, dass der auf dem Bildschirm fällt. Und ihr seht bei dem Case, er ist rundherum geschützt. Der Bildschirm ist geschützt, der Gimbal ist geschützt. Ihr habt also einen kompakten Rundumschutz. Und wenn wir hier an der Seite auf diese zwei Häkchen drücken, dann können wir das abziehen. Und auch hier seht ihr, das ist alles schön mit Filz geschützt, gepolstert. Hier oben kommt das Mikrofon drauf. Und hier innen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt, das wird zu dunkel sein. Hier könnt ihr sogar auch, das ist auch magnetisch, könnt ihr auch Filter mit reinmachen. Also, wenn ihr jetzt diese Filterbox nicht mitnehmen wollt, dann könnt ihr das machen. Mit dabei ist der GoPro Mount. Den könnt ihr dann irgendwo, wo ihr das möchtet, dran machen. Und mit dabei ist auch immer, hinten dieser Clip-Mount im Prinzip und ein Lanyard. Den könnt ihr hier unten durchziehen. So, auch hier haben wir, ich lege das mal auf Seite, haben wir für die Mikrofone 1, 2, 3, haben wir die, die Aussparungen, damit der Ton da ist. Und wenn ihr den Pocket in die Tasche tut, dann einfach hier draufdrücken und zack, ist das Ganze sehr robust geschützt. Ihr seht, das Ganze ist richtig gut verarbeitet. Es kommt zwar aus dem 3D-Drucker, aber richtig gut gedruckt, richtig robust.
idealer Reisecase, ideal, wenn ihr das Ding im Rucksack beim Wandern oder sonst irgendwas, das kann auch schon mal damit umfallen, da passiert nicht viel dran. Ich zeige euch jetzt mal an dem kleinen Case, wie es aussieht, wenn der Pocket drin ist. Ihr schiebt ihn halt einfach da rein und ihr seht, ihr kommt überall dran. Ihr kommt an den SD-Schlitz dran und hier unten schrauben wir ihn jetzt fest. Ja, da fällt jetzt nichts mehr raus. Ihr seht, wenn er jetzt fallen würde, er wird nicht auf den Bildschirm fallen, er wird nicht auf den Gimbal fallen, weil das hier diese Abstandshalter hat. Ich kann den Bildschirm wunderbar öffnen. Das funktioniert. Alles einwandfrei. Und wenn wir die Kappe drauf machen, ist es auch alles geschützt. Kappe ist drauf. Jetzt kann ich hier mein Mikrofon dran klippen. Ja, erstmal hier den bisschen höher machen. So, und dann haben wir alles beisammen. Wie gesagt, die Filter könntet ihr noch in die Kappe reintun. Hier unten könnt ihr jetzt mit dem Gimbal hier, könnt ihr jetzt den Dingens euren Griff noch erweitern und seid dann auch noch flexibel, wie ihr das haltet. Das ist schon mal eine super Erweiterung. Ich habe noch so einen anschraubbaren Blitzschuh mitbestellt. Man weiß ja nie, manchmal braucht man mehr Blitzschuhe, als man denkt. Und ich habe mir auch noch den Filtercase mitbestellt, weil wenn man mehrere Filter hat, der ist magnetisch, dann seht ihr, hier passen Filterkarten rein, hier passen Filter rein, hier passen SD-Karten rein und das Ganze ist mit einem Magnetcase sicher in der Tasche verstaubar und wenn man mehrere Filter hat, dann ist es halt bequem. Einen kann man auf jeden Fall reintun, bei zwei wird es schon eng, aber es ist natürlich ein bisschen fummeliger, die da rauszuholen und hier ist es halt ideal. Ich mache auch gerne meinen Handyhalter hier dran. Ich habe den von Yulanzi, den magnetischen, und könnte so die Mimo-App direkt mitbetreiben, was praktisch ist. Hier kann ich immer noch ein Videolicht dran machen und das funktioniert alles sehr gut. Und was mir noch richtig gut gefällt ist, ihr seht hier hinten diesen Clip, der da dran ist. Damit könnt ihr euch das auch so in die Jacke hängen oder über den Pullover und habt im Prinzip dann die Hände frei. Und habt das hier hängen, solange ihr gerade geht, bleibt das auch da. Wenn ihr euch natürlich bückt oder so, würde es abrutschen. Aber das finde ich auch nochmal eine coole Sache. Ich bin noch überlegen, ob ich mir hier hinten noch einen Magneten drauf mache, damit das Ganze auch noch magnetisch wäre. Und dann könnt ihr es überall festmachen. Und ihr seht, sogar hier ist nochmal ein Loch für das Mikrofon, damit der Sound durch diese Halterung nicht geblockt ist. Wie gesagt, bei mir kommt da jetzt noch der Klett dran. Und hier mein, damit ich meinen Wind festmachen kann. Aber also ich finde, das ist so eigentlich das beste Case, was auf dem Markt ist. Weil es ist sehr robust, es ist rundum geschützt und ihr habt so viele Möglichkeiten, hier überall Sachen dran zu machen, das Ganze zu erweitern und Tripods dran machen, weiß der Himmel was dran machen. Und das Ganze ist richtig robust und geschützt. So, hoffe, der kleine Review hat euch gefallen. Scotty hat, glaube ich, auch verschickt auch direkt von Europa aus. Dann habt ihr auch keinen Zoll und nichts, weil die Firma sitzt in Australien und die macht echt gut durchdachte Cases und Zubehör. Schaut mal auf der Seite, die haben auch Drohnenzubehör und so, aber mir ging es um die Cases und die sind einfach genial. So, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.